Das Rätsel der Lego City XXL Hefte ist gelöst. Ich hatte ja gestern Lego City XXL Nummer 1, da das überraschend aufgetaucht ist mit dem Dragster, den ich jetzt gerade aus der Greifreichweite gepackt habe. Das ist ein Wort, das ich nie mehr sagen werde, weil es verdammt kompliziert ist. Und das war Lego City XXL Nummer 1. Und hinten drin war Werbung für dieses Heft, das ebenfalls Lego City XXL Nummer 1 ist. Das war etwas sehr verwirrend. Stellt sich heraus, dass die beide gleichzeitig erschienen sind. Beide sind Nummer 1. Ich habe keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, um Leute durcheinander zu bringen. Und zwar, was passiert ist, ich war, nachdem ich das letzte Video hochgeladen habe, halt bei mir im Supermarkt, um einzukaufen. Und da war ein großes Display mit Lego XXL Heften, und zwar sechs verschiedene. Es gibt also zwei unterschiedliche Lego City XXL Magazine Nummer 1. Eins mit dem Dragster, das und das hier. Es gibt Lego Ninjago XXL, Lego Ninjago Special, Lego Batman XXL und Lego Friends XXL. Zumindest sind das die Sachen, die ich gesehen habe. Und da werden wir jetzt nach und nach zu kommen. Alle Hefte haben als Beilage eine Polybag, die auch anderswo erschienen ist. Der Dragster letztens, den gab es als Werbebeilage, und ich glaube, dieses Ding gab es ursprünglich für 4 Euro zu kaufen. Das ist dieses Wasserflugzeug mit der Polizistin. Heft, die Geschichte kennen wir, ein Comic. Lego-Sets zu gewinnen, Spiele. Und auch hier, wie auch dem anderen Set und auf allen XXL-Heften hinten, ein paar Spielkarten für ein Spiel, das zwei Ebenen hat, einmal diese Werte, und wenn man da das gleiche haben sollte, dann gibt es noch Schere, Stein, Ding, Papier. Es soll Papier darstellen, nennen wir es einfach Papier. Ansonsten innen drin auch hier wieder drei Poster. Die zwei kleineren, hier von der Figur, Polizistin Paula heißt sie, weil Paula, Petra, und dann gehen auch schon die Namensoptionen aus. Hier nochmal mit dem Flieger und ein paar anderen Lego-Sachen im Hintergrund. Und hier die zwei Rückseiten kombiniert zu einem ewig langen Poster. Weil das Ganze eine richtige Polybag ist, haben wir auch eine richtige Anleitung dabei. Und dann unseren Flieger. Zwei Teile fehlen noch, weil es gibt, ansonsten ist es nicht so interessant teilemäßig, aber was es auf jeden Fall gibt, ist noch wieder dieses dreistufige runde Teil, was auch in dem anderen Set war, was man nicht so häufig findet, und ein Negativ, damit man hier den Schwimmkörper vervollständigen kann. So, und dann sieht das Ganze so aus. Und man sieht schon, wenn ich es hier in der Hand habe, das ist wieder ein ziemlich großes Teil, alleine schon wegen dieser Tragflächen. Hat auch hier Platz für Handschelle und Funkgerät. Hat hier vorne den Lenker, hier Scheinwerfer, die beweglich sind. Einen Propeller, der sich sehr schön dreht auf diesem Technikteil. Und was es auch kann, man sieht schon, hier ist es schief, denn ja, es kann den Flügel so drehen, was absolut keinen Sinn ergibt. Was auch im Comic nicht vorkommt. Ich glaube, das ist einfach nur eine Nebenwirkung dessen, wie das gebaut ist. Okay, das ist eine Möglichkeit, kann man jetzt bewegen, und dann kann man auch mal so fliegen. Warum nicht? Daneben dabei hier ist unsere Paula, die Polizistin, mit diesem Gesichtsausdruck, der sehr ähnlich ist wie Rennfahrer Rob gestern. Also auch dieses verschmitzte Lächeln. Bisschen eingeschüchtert wirkt sie durch den Helm, aber ich glaube, das kommt, ja, das kommt nur, weil der Helm drauf ist und das ein bisschen verdeckt. Okay. Und ich habe keine Ahnung, was die Frau hier trägt. Ich dachte erst ein Overall oder vielleicht eine Weste. Das sind aber keine Träger von einer Weste. Das ist schon eher Overall. Aber ein Overall wird halt hier unten weitergehen. Und ich bin völlig verwirrt, was das ist, was sie trägt. Ich habe keine Ahnung. Aber okay, das ist Paula, hier ist sie von vorne, bedruckte Beine, bedruckte Hüfte, wie gesagt, was auch immer das hier ist, und auf der Rückseite, auf dem Rücken, das sieht schon eher nach Weste aus.
Polizeiweste halt. Ja, Lego City wird weiterhin zur Polizeistadt und weil es ein richtiges kleines Set ist und nicht nur eine Heftbeilage, haben wir sogar ein paar Teile übrig. Hier sind zwei Technikpinne, hier ist nochmal ein Set Handstellen, ein gelber durchsichtiger Pin, ein blaues durchsichtiges Viereck, ein zusätzliches Visier und dieses komische Armteil, mit dem auch der Lenker befestigt ist. Da haben wir auch nochmal ein Ersatzteil. Ist halt dann so, wie man das von richtigen Lego-Sets auch kennt, dass ein paar Teile über sind, mit denen man was anderes machen kann. Und das ist das. Hier ist hinten drin nur noch die Anzeige für das andere Lego City XXL Magazin, das wir schon gesehen haben. Ich werde morgen weitermachen mit der regulären Lego Friends und danach Lego Ninjago XXL.